Hallihallöchen, herzlich willkommen zu The Nosy Rosie am Dienstag. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Das Wetter war ja wohl der Oberhammer. Also eigentlich hatten wir sommerliche Ostern. Also ich hatte es sehr schön. Am Samstag war ich bei Helge Schneider, sehr österlich gewesen. Und dann am Sonntag bin ich abgedüst nach Kassel und hab damit der Familie eine schöne Wanderung unternommen und so. Und ja, heute Abend grillen wir noch. Ja, hört sich doch alles schön und gut an. Ja, kommen wir noch zu dem Thema von heute. Unser Thema heute ist Kampflesbe. Ja, da habe ich mir überlegt, was bedeutet denn das eigentlich? Oder was es für mich bedeutet? Wie würde ich eine Kampflesbe so aus dem Kopf raus beschreiben? Dann habe ich gedacht, ja gut, die sind meistens etwas breiter, Stiernacken, Stoppelhaare oder so nach oben gegelte Haare. Dann Holzfällerhemd, Armyhosen und festes Schuhwerk, entweder Turnschuhe oder so fast schon Wanderschuhe mäßig. Und ja, so ungefähr. Gelten als eher männerfeindlich und sehr, sehr maskulin. Ja. Das ist so das, was mir in den Kopf gekommen ist. Und ich habe was entdeckt. Ich habe dann nämlich mal geguckt, ja gut, was ist meine Idee? Was ist eigentlich so die generelle Idee von einer Kampflesbe? Und dann bin ich auf Homo-Wiki gegangen. Das gibt's. Also ich wusste das noch nicht. Das ist also www.homowiki.de. Da werden alle möglichen Begriffe des homosexuellen Lebens beschrieben. Und unter anderem bin ich da auch auf die Kampflesbe gekommen. Und das Lustige daran war, dass es genau das war, was ich mir davor vorgestellt habe. Das heißt also, das ist wahrscheinlich, ja, genau, also zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel, aber wenn man sagt, zum Beispiel Neonazi. Also ja, das ist jetzt wirklich ein blödes Beispiel, aber einfach, das sind auch Leute, die man so typisch beschreiben kann. Also dass man sagt, Glatze, Army-Style, Lederjacke, Stahlkappenstiefel, ja, so Sachen halt. Und dass da eigentlich ungefähr alle Leute so die gleiche Vorstellung von haben. Und damit wir ein bisschen, ja, damit wir zum Beispiel jemandem eine Vorstellung geben können, weißt du, der sah ungefähr so aus wie ein Neonazi, haben wir irgendwie alle ein einigermaßen gemeinsames Bild im Kopf. Genau das gleiche vom Tisch. Da haben wir meistens so einen einfachen Tisch im Kopf mit vier Beinen und nicht jetzt unbedingt einen Wohnzimmertisch aus Marmor, der sich so schlängelt. Also da haben wir irgendwie alle so ein bisschen die gleiche Idee im Kopf. Das hilft uns Menschen auf der Erde, uns zu verständigen, denke ich mal. Ja, und ja, was ich mir selber noch überlegt habe, was jetzt in dem Bericht nicht stand bei HomoWiki, dass es vielleicht auch von den Männern eine Bezeichnung war, das so ein bisschen abwertend sein sollte gegenüber lesbischen Frauen oder einfach Gegnern und Kampf eben dadurch, dass die sich auch mal kloppen. Oder ja, ich glaube, es ist überhaupt nichts. Also nichts, dass sie das machen müssen, aber es war einfach eine Art Abwertung. Und so ist dann der Begriff entstanden. Und heutzutage finde ich schon, dass es eigentlich eher als abwertend gilt. Also ja, eher, also allgemein eher als abwertend. Und was wollte ich noch sagen? Doch, da war doch noch was, da war doch noch was, da war doch noch was. Da war noch was.
So, ja, es gibt natürlich auch welche, die nennen sich extra Kampflesbe, um einfach so ein bisschen dieses Klischee zu provozieren und sich darüber lustig zu machen, was auch gut ist natürlich. Und ja, und früher sind auch oft auch so Emanzen so beschimpft worden, so wie Alice Schwarzer, extreme Feministin, um die so ein bisschen sich lustig über die zu machen. Warum auch immer, ob man jetzt da vielleicht Angst vor dieser Frauenbewegung hatte, ob man die jetzt nun wirklich lächerlich gefunden hat und so weiter und so fort, weiß ich nicht. Ja. Ja. Und ich glaube, man meint auch, dass sie feindselig gegenüber Männern sind. Weiß nicht. Ich glaube eher nicht. Also ist ja egal. Ich meine, jeder von uns ist sowieso anders, aber die Menschen haben einfach so eine Kategorie erschaffen, damit man ungefähr weiß, wovon man spricht. Und besonders in heterosexuellen Kreisen ist es so, dass wenn man das Wort Lesbe hört, eigentlich erstmal dieses Kampflesbenbild im Kopf hat. Zumindest war das vor lange Zeit so. Und heute sind vielleicht noch diese Pornolesben da, die einen im Kopf schießen. Ja, aber ich denke mal, das Bild ist dabei, sich zu verändern. Jo. So. Ja, das wär's eigentlich heute schon von mir. Hab mich wieder sehr gefreut. Und jetzt kommt natürlich noch die Aufgabe an euch. Und zwar, eben Kampflesbe ist eine Kategorie. In welche Kategorie würde ich denn passen? Also die Kategorie muss es noch gar nicht geben. Also es muss jetzt nicht irgendwie Femme, Butch oder weiß auch nicht was sein, sondern ja, erfindet doch einfach mal eine Kategorie für mich. Zum Beispiel, weiß nicht, Pumuckel-Lesbe oder Fahrrad-Lesbe, Outdoor-Lesbe. Euch sind keine Grenzen gesetzt. Ich bin mal gespannt. Auf an die Arbeit. Schreibt es mir in die Kommentare. Und dann bin ich mal gespannt. Ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Und ja. Rock on, ihr Kampflesben.